Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, versucht eure Taten immer dann zu machen, wenn wer nicht dabei ist. Na, die Menschen. Das ist der beste Schutz. Das ist der beste Schutz für dich. Weil ein großes Problem besteht. Es gibt Diener, die Allah subhanahu wa ta'ala über alles lieben und die ihre Taten so gut wie möglich verstecken. Diese Diener machen hauptsächlich ihre Taten allein. Warum? Sie wollen nicht das Wohlgefallen der Menschen, sondern sie wollen das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal. Sufyan al-Thawri rahimullah ta'ala, er sagte, ich pflegte nur meine Taten zu zählen, die ich im Geheimen gemacht habe. Das heißt, wenn ich in der Nacht Qiyam al-Layl gebetet habe, niemand hat mich gesehen, diese Tat habe ich für mich gezählt. Wenn ich im Geheimen gespendet habe, diese Tat habe ich für mich gezählt. Wenn ich im Geheimen Koran gelesen habe, diese Tat habe ich für mich gezählt. Aber wenn ich Taten in der Gemeinschaft gemacht habe, das heißt nicht unbedingt, dass er Riya hatte, aber er sagte, diese Taten pflegte ich nicht zu zählen. Warum? Weil hier besteht die Gefahr von Riya, von der Augendienerei. Daher, liebe Geschwister, versucht, immer eure Taten zu machen, während ihr alleine seid. Und so sagte Ya'qub ibn Makfuf, rahimahullah ta'ala, einer der Salaf, der wahre Aufrichtige, der nur die Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala begehrt, ist derjenige, höre zu, wie er ihn definiert hat, der seine guten Taten genauso versteckt wie seine schlechten Taten. Könntet ihr euch vorstellen, dass ein Bruder in die Gruppe, in die Gemeinschaft, in die Jama'a kommt, in die Moschee und dann sagt er, oh, gestern dieses Bier, was ich getrunken habe, hat richtig in der Nase gekribbelt. Brrr. Könntet ihr vorstellen, dass er so etwas sagt? Niemals. Was würde er stattdessen mit dieser Tat machen? Er würde sie begraben unter der Erde, dass niemand etwas herausfindet. Und ein Muslim, er scheut sich davor, den anderen zu erzählen, was er an guten Taten gemacht hat. Abul Bara, jetzt haben wir dich endlich. Du tust auf Da'ya und predigst den Leuten etwas. Aber wir haben klare Beweise, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu von seinen guten Taten berichtet hat. Sogar berichtet hat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, liebe Geschwister, er fragte, wer von euch ist heute fastend aufgestanden? Was sagt Abu Bakr? Ich. Hat er seine gute Tat offenbart, ja oder nein? Hat Abu Bakr hier Augendienerei begangen? Aha. Das heißt, warum ist es verboten oder nicht gewünscht, dass man von seinen guten Taten erzählt? Warum? Allah barik fi. Möge Allah dich segnen, den hübschen Mann, den ich heute zum ersten, aber inshallah nicht zum letzten Mal gesehen habe. Richtig. Unser Iman ist nicht der Iman von Abu Bakr. Schlusspunkt aus, fertig. Weil wenn wir von unseren guten Taten berichten, und das ist eine Sache, die jeder Mensch mag, er mag es, gelobt zu werden. Er mag es.